Okay. Gut. Er hat es noch nicht gemerkt. Mal schauen, wie lange er dafür braucht. Ich habe, falls dich interessiert, dass du, also zumindest hier in Discord wird angezeigt, dass du Gothic spielst, ja? Ah. Witzigerweise. Toll. Weil ich es Auch jetzt nicht gar nicht geredet hatte. geheim halte. Ich hab gedacht, du merkst es nicht. Ich hab's die ganze Zeit gemerkt und deswegen habe ich ja vorhin so komisch mit dir geredet. Aber dann habe ich dich mal gelassen. Ja, ich hab's gemerkt. Ich glaube, dass ich im Ernst, dass ich auf einem 1920 mal 1080 Bildschirm übersehe, dass du das spielst, oder? Was weiß ich? Oh, du hast wahrscheinlich schon geöffnet, oder? Also, ich muss dir doch die Sounds übertragen, Ja, gell? den Stream habe ich geöffnet. Gut, ich übertrage noch kurz die Sounds. Ja, okay. Wegen, du hättest nicht entschieden, was. Okay, schon gut. Wieder was da. Ich freue mich. Ja, ich wollte jetzt meine Freunde machen und dich ein bisschen überraschen und dann sowas. Ein Sieg ganz einfach. Ich meine, überlegen mal, hättest du es nicht gewusst, wärst du viel überraschter gewesen und viel glücklicher. Oder? Ja, stimmt leider. Aber ich kann den Namen des Spiels einfach nicht übersehen, wenn ich ihn irgendwo sehe. Und in dem Fall habe ich ihn in Discord Ich kümmere mich darum, dass du nächstes Mal nicht mehr siehst. gesehen. Nett. Aber dann Ach wird die Überraschung besser. nee. Danke. Nice. Malte, mach es. So, hier der Sound, hörst du ihn? Ja. Sehr gut. Nice. Okay. Warte ich noch. Der Vordergrund legen. So. So. Also sag mir Bescheid, wenn du was siehst. Ja, ich sehe schon. Also das Spiel. Wo jetzt gerade sehe ich es nicht, aber müsste gleich wiederkommen. Ja, jetzt. Ja. Okay. Ich lade die 6666. 6666. Ich glaube, es waren nur 666. Ja, okay, meinetwegen. Wo waren wir schon stehen geblieben? Ja, übrigens, da oben, da vorne, die Hütte mit dem kleinen Vordach ist, wie Guy schon gesagt hat, jetzt deine Hütte. Mit dem kleinen Vordach? Da drin ist, glaube ich, da oben, rechts, hinten, hinter dir. Rechts. Geh ein bisschen nach rechts. Genau in der anderen Richtung. Ja, links. Da oben, also da oben, ja. Da ist, glaube Bleib. ich, noch irgendwas drin, was du nehmen kannst, ja. Ich Da ist bleib. noch, Bin ich stich richtig? ja. Da drin ist nämlich noch ein Stück Schinken, was du aufheben kannst. Schinken. Liegt da vorne auf dem Tisch. Oh, die Truhe. Ah, doch, die kann ich öffnen. In Truhen ist nichts drin, aber da kannst du Sachen drin lagern, wenn du willst. Ist aber eigentlich unnötig. Ah, okay, ja, vor allem, wenn man ein unbegrenztes Wetter hat, ist es definitiv unnötig, ja. Escape drücken, wenn du die Tour wieder verlassen willst. Ja, genau. Sehr gut. Bett liegt hier rum, noch mal eine Truhe, die wahrscheinlich auch leer ist. Ja, klar ist die andere Tour in dem Haus hier leer. Okay, gut. Wollten wir noch mit irgendjemand reden? Weil ich hoffe mal Ja, nicht. mit Huno noch, mit dem Schmied. Aber da war es dann wirklich alles im alten Lager. Also alle Leute. Wo ist Geh ein der? bisschen weiter neben hier oben. Geh ein bisschen weiter hier oben den Weg entlang, in eine andere Richtung. Darf ich richtig? Ja. Ah, ich glaube, da ist er. Da rechts in der Schmiede. Huno. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Wie lange brauchst du für eine Klinge? Frag ich mal.
So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven, Scheiße. Wie, diese Freundlichkeit. Ich liebe sie nicht. Ich würde mich selbst gerne mal in deiner Schmiede versuchen. So. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Alles klar. Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Ich sehe es nicht, weil der Typ genau davor steht. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer. Um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Okay. Okay. Okay, das waren jetzt alle im alten Lager. Cool. Also alle Leute, mit denen du reden kannst. Was du jetzt als nächstes machst, überlasse ich mal dir. Was kann ich denn machen? Also du könntest dich einfach so irgendwie umsehen. Du könntest auf die Jagd gehen. Du könntest ins Neue oder ins Sumpflager gehen. Du könntest zur alten Mine gehen. Hm, ja. Hm. Oder du könntest erstmal einfach Quests erledigen. Hört sich nicht unbedingt schlecht an. Kann ich dir, wo kann ich die einsehen? Mit N, da ist dein Questlog. Aktuelle Mission. Achso. Buffs Rezept, Rezept der Sekte, neue Seelen für die Bruderschaft, verschwundene Gardists, Aufnahme ins Aufnahmesumpflager, Prüfung des Vertrauens, Auftrag von Tynus, Aufnahme als Lager. Ja, was. Ist ein machen wir mal was Einfaches. Was davon ist denn einfach? Ich glaube, das Einfachste von all denen hier ist Snaps Rezept, weil dafür brauchst du nur ein paar Pilze und Fleischwanzen. Ah, der hier, das hier? Das Rezept der Selke. Rezept der Sekte, das musst du aus dem Sumpflager holen. Das, was ich meinte, war Snaps Rezept. Ach, Snaps. Dafür brauchst du nur ein paar Pilze und eine Fleischschwanze noch, glaube ich, weil die ersten beiden hast du schon getötet. 3 Flammenschwanzen und 5 Höllenpilze für ein neues Rezept besorgen. Gib mir dann auch was ab, okay. Ungeschützten Turm, Südtor. Okay, machen wir das. Während wir dabei sind, können wir auch gleichzeitig die Quest verschwundener Gardisten erledigen. Wo ist denn das Südtor? Tor. Hier, andere Richtung. Andere Richtung. Jetzt, ich laufe jetzt gerade runter. Und da unten nach rechts springen, also einfach runter. Da unten sind auch noch ein paar Fleischwanzen, da kannst du dir noch eine holen. Da hast du schon mal 3 Fleischwanzen, dann brauchst du nur noch die Höllenpilze. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Die sollen da in der zerstörten Hütte da sein. Ich würde aber sagen, dass du das, zurück. Also nicht hier drin, sondern in der zerstörten Hütte. Da, also von dem hier raus und nach rechts. Ja, hier vorne. Da arbeitet er gerade in der Hütte? Nein, zurück. Ja, nicht an der Hütte, wo er arbeitet, sondern an der davor. Ah. Andere Richtung. Ah, da, 2 Stück. Eigentlich sollten hier 3 sein, aber 2. Also, du brauchst ja nur eine, deswegen passt schon. Ich würde sagen, dass du es ohne Schwert versuchst, weil mit Schwert ist es sehr schwer, die Fleischwanzen zu treffen. Okay. Ja, wie kann man das noch wegmachen? Inventar.
Inventar war mit. Ich habe es schon wieder vergessen. I. 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 Und dann beim Schwert E und W. Mit Spitzhacke ging es doch, oder? Leicht. Ja, mit Spitzhacke geht's sehr gut, ja. Aber die hast du, glaube ich, nicht mehr. Die hast du, glaube ich, nicht mehr. Deswegen... Was ist denn das? Das sind Pfeile. Pfeile. Aber dann, ja, genau, dann versuch es erstmal mit Fäusten. Das müsste eigentlich auch gehen. Okay. Geh wieder aus dem Inventar raus mit I und dann schlag einfach auf die Fleischwand. Muss. Ja, das braucht ein bisschen Zeit, aber müsste gehen. Renn nicht auf sie los, sondern versuch es aus dem Stillstand zu machen. Mach ich nicht. Ich drück E und W, aber. Ich schon sagte das auch hier ein bisschen. Versuch's nochmal. Geht irgendwie nicht. Ja, so in der Art. Müsstest du, ich glaube, du musst noch ein bisschen tiefer gehen. Jetzt ja, hab ich sie zwei. Da hast du doch eine. Okay. Ah, jetzt. Und dann sammle natürlich das Fleisch von denen ein. Kriegst du irgendwie nicht. Also Tab, ach so, Tab, stimmt, ich muss wieder aus dem Fernfotos rausgehen, sonst geht's ja nicht. Ich hab schon wieder vergessen, ja. Okay, gut, ich hab. So, wenn du die alle drei hast, oder zumindest, eigentlich brauchst du ja nur eine davon, aber okay. Dann geh jetzt aus dem Südtor raus, das ist direkt da vorne. In andere Richtung, andere Richtung. Ist ja irgendwo ein umgestürzter Turm. Ja, dahinter, dahinter ist das Südtor. Direkt dahinter. Gleich also da oben. Steh jetzt mal von einem Tor und du sagst mir, ob es das Richtige ist. Adamat? Ja? Steh ich von dem Richtigen? Ja, da bist du richtig. Ja, da bist du richtig, ja. Hier vorne, da vorne müssen direkt Pilze zum Einsammeln sein. Aber komm dem Varan da nicht zu nah. Also die Scavenger. Na gut, du sollst wieder dein Schwert auf jeden Fall equippen. Ich kann mir das nochmal auswählen. Unter Waffen E und W. Oder Schwert jetzt, E und W. Ja, jetzt geht's, okay, gut. So, da vorne rechts müssen gleich die Pilze sein, deswegen. Boah, ist man noch nicht. Ach ja. Dein Sklavenbrot. Sklavenbrot und Höllenpilze sind die beiden Pilzsorten im originellen Gothic. Irgendwie in jedem Gothic gibt es nur zwei Pilzsorten. Hier sind Höllenpilze und Sklavenbrote. Keine Ahnung warum. Ist einfach so. Sagen wir mal auf. Die sehen alle gleich aus. Was du brauchst eigentlich nur fünf Höllenpilze. Fünf Höllenpilze. Naja, Pilze kann man bestimmt braten. Warte mal. Ja? Kann man Pilze braten? Da fragst du den Falschen. Hier in Gothic 1 kannst du, glaube ich, sowieso nicht so leicht braten. Aber hast du jetzt schon genug? Schau mal im Inventar nach unter Essbares. Jo. Und wo wir schon dabei sind, bevor du ins Lager zurückgehst, geh mal kurz im Inventar und bitte schau nach, ob du genug davon hast, ja? Wie viele brauche ich nochmal von Höllenpilzen? Unter Essbares, du brauchst 5 von den Höllenpilzen. Perfekt. Hast du sie? Okay, gut. Sie aber warte, bevor du wieder ins Lager zurückgehst, bevor du zurück ins Lager gehst. So, ja. Oder bring die zuerst zum Snaff. Ende. Was wolltest du sagen, Halbert? Geh nochmal zurück
Und da hinten zu einer Höhle. Die müsste hinten rechts im Felsen sein. Also bevor du ins Lager gehst, meine ich. Dann rechts bei der Höhle im Felsen. Weil Sneff hat ja gesagt, dass er Neck Pilze suchen geschickt hat und der dann nicht wiederkam. Zur Quest verschwundener Gedist. Und da hinten in der Höhle links, du musst nach links. Da, wo die Morrats sind. Das sind aber Erwachsene, die sind ein bisschen stärker als die Jungen. Ich würde mal kurz speichern eventuell. Okay. Aber die paar müsstest du eigentlich schaffen. Und wenn du das hast, dann ja. Also bekämpf die paar Morrats. Du gehst schon wieder weg von der Höhle. Also zumindest im Video. Ne? Achso, nur zum Speichern, okay. Auf jeden Fall da in dem Feld, da müsste eine Höhle sein und da kannst du dann ja. Ah, okay, das ist dann doch die falsche Richtung. Also dann diese schweineähnlichen Dinger da, oder wie? Das sind die. Ja, genau. Warum brauchst du so lange zum Speichern? Ich weiß es nicht. Eventuell muss ich das Schwert wegnehmen. Ich mal zweimal. Alter, du brauchst gerade echt ewig zum Speichern. Keine Ahnung, für gewöhnlich brauche ich es nicht so lange wie gerade, aber egal. Du siehst alles flüssig, oder? Ja, ich sehe es flüssig. Für gewöhnlich dauert es nicht so lange, aber egal. Du wirst schon damit leben können, irgendwie. Obwohl, jetzt gerade sehe ich es nicht mehr flüssig. So, jetzt. Ich sehe gerade nur noch, wie das Bild hängt, glaube ich. Ja, das fängt sich gleich wieder. Achso, ja, okay, gut, passt. Hast du diese drei Schweine? Ja, die drei Morrats da, ja. Und da in der Höhle, da wirst du jemanden finden, den du schon ganz lange suchst. Nicht so, wie du dir das wahrscheinlich vorgestellt hast, aber ja, du wirst ihn dort finden. Scheiße, alte Schatten. Ja. Da haben wir es. Noch etwas, wenn du während eines Kampfes. Scheiße, ist er stark. What the fuck? Also, was ich gerade sagen wollte, wenn du während eines Kampfes E und S drückst, kannst du übrigens parieren. Somit kannst du dich eventuell vor dem einen oder anderen Schlag eines Gegners schützen. Das wollte ich nochmal erwähnt haben. Und da in der Höhle, da ist dann, ja, das wirst du gleich sehen. Eine Axt. Apfel. Das ist eine bessere Waffe, die kannst du ruhig verwenden. Und dann müsste auch noch jemand auf dem Boden liegen. Warte also mal. Neck. Eine Axt ist eine bessere Waffe als ein Schwert? Das ist ja ein altes Schwert. Und die ist noch um einen Punkt besser, aber sie ist besser. Sie ist aber immer noch schwächer als die meisten Schwerter. Bloß besser als dieses. Ich kann ihnen sogar die Sachen abnehmen. Alle. Sollst du auch. Brauchst du nämlich für die Quest, um die abzuschließen. E und D. Du bist in deinem eigenen Inventar, deswegen du musst wieder nach links gehen. Du musst wieder A drücken, bis du wieder in seinem Inventar bist und dann von da aus. Ja. Ah, jetzt. Jetzt? Toter Gardist. Was? Und jetzt muss ich aber wieder zurück zu dem anderen gehen, ne? Ja, genau. Geh wieder ins alte Lager und ich würde sagen, dann gehst du zuerst nach rechts und redest wieder mit Fletcher und danach bringst du Sneff die Zutaten für sein Rezept. Ja. Komm schon, speichern ist ein bisschen schneller. Naja, ist nicht prickelnd, was die Geschwindigkeit gerade angeht, interessanterweise. Und OBS lädt es interessanterweise auch gar nicht, also der Speicher-Screen.
Jetzt nicht mehr. Vorhin hat es das noch beim ersten Speichern, was so lange gedauert hat, aber na gut, egal. Ah, nochmal speichern. Deswegen, ich speichere noch an anderer Stelle. Ach ja, da sind es gerade die zwei Templer, Gornadrak und so ein anderer Typ. Der kannst du mal mit Gornadrak reden. Weil die sind da gerade vorbeigelaufen. Die laufen da nochmal zu. Einer von den beiden müsste Gornadrak heißen. Das ist so ein Typ aus dem Sumpflager. Mit dem kannst du aber mal reden, jetzt wo er hier ist. Und soll es hingehen, wo soll es gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Kor'Kalon. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mine. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Mindcrawlers herankomme? Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Mindcrawlers herankomme? Klar. Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. Oh. Er wird. Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, haben wir genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Mindcrawler Jagdschutz Tag und Nacht im Einsatz. Habt ihr schon genug Elixier für die große? Das habe ich doch gerade gefragt. Hast du schon? Ja. Auf jeden Fall. Das müsste eigentlich schon alles gewesen sein. Geht zurück ins Lager. Ja, mit seinen. Ich blute übel. Erstmal was. Nee, lass es mal. Schlaf gleich lieber eine Runde im alten Lager, weil das. Da musst du für nichts mehr verbrauchen. Verliere übel viel Blut. Also hier kannst du erstmal wieder mit Fletcher reden. Der müsste oben stehen. Ja. Den kannst du über Neck reden, wenn du willst. Ansonsten, auf jeden Fall, um die beiden Quests abzuschließen, musst du mit Sly und mit Sneff reden. Wer ist der? Mit wem? Ja, was ist? Wie heißt der, wo ich hin wollte? Zu wem willst du denn? Zu dem einen, wo du gerade gesagt hast. Fletcher, da ist er doch. Fletcher meinst du, oder? Lass mich mal vorbei. Ja, ist ja gut. Zu dem Koch, der muss in die andere Richtung gehen und darunter. Ja, dann meinst du. Du kannst aber auch mit Fletcher mal kurz reden, wo du schon hier bist. Also, weil mit dem kannst du noch mal kurz über Neck reden. Ding Neck. Was für ein Problem? Was ist dein Problem? Ich habe eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich nächsten Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Ende. Okay, wo ist der Koch oder was? Hier in die Richtung. Willst du dich erstmal kurz dich schlafen legen, um dich zu heilen? Ja, ist gerade Nacht. Schön. Hier vorne rechts ist deine Hütte. Deswegen, egal, wo ich schlafen gehe, oder ist es nicht egal, weil wenn jemand anders da ist, oder wie? Ja?
Geh einfach in deine eigene Hütte, weil dann wird niemand meckern, dass du in der fremden Hütte bist. Ja, wo waren die nochmal? Das war die mit dem kleinen Vordach hier vorne rechts. Ah ja. Wenn niemand merken könnte, dass das hier ist. Hallo E und W. Ah, endlich. Warum gibt's denn noch immer so eine Auswahl? Keine Ahnung. Und zu entscheiden, wie lange du schlafen willst, weil vielleicht willst du ja in der Nacht wieder aufwachen, um als Dieb irgendwas zu stehlen. Oder am Morgen, keine Ahnung. Geht, achso, na gut. Aber ich hab nicht mal einen Wecker. Wie soll das funktionieren? Ich hab keine Ahnung. Weiche. Gar nicht, dass man das nicht mehr sieht. Siehst du es da nicht, oder? Ich sehe das Speichern nicht, nein. Ja, siehst du? Sehr interessant. Aber ich weiß, dass es ewig dauert. Ich muss sagen, du musst hier nach rechts gehen und dann runter. Also sobald du aus der Hütte raus bist. Ja, das Speichern braucht echt ein bisschen Zeit. Warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, jetzt bin ich wieder voll nice. Okay, muss ich da hoch oder da runter? Runter. Nach rechts und dann nach unten. Also einfach gerade aus dem Weg folgen, aber rechts und unten. Okay, ja. Unten. Ja. Ah, da ist er doch. Ich hab die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauch sie nur noch dazu zu geben, dann ist der Eintopf fertig. Warte. Okay, jetzt hast du schon 3 Stücke davon und jetzt kannst du täglich 3 weitere abholen, wenn du willst. 3 Stücke davon? Von der Suppe oder wie oder was? Ja, jeden Tag, wenn du zu ihm kommst, ja. Ah, okay. Wie dem auch sei. Jetzt kannst du noch mit Sly reden und dann, ja, hast du die Quest auch erledigt. Also die mit dem verschwundenen Gardist, also mit Neck. Geh dafür ein bisschen weiter, nach rechts und in die andere Richtung. Um nach rechts. Achso, hier hoch, oder wie? Im Buckel hoch. Hier ist es noch egal. Geh einfach weiter und zu Sly wieder, um da auch noch die Quest verschwundener Gardist abzuschließen. Und dann hast du hier wirklich erstmal alles erledigt, was du hier... Obwohl... Und eventuell könntest du noch ein Diebestalent für Fingers lernen. Hast du seine Stimme auch noch, aber ansonsten musst du erstmal in eins anderen Lager oder so gehen. Aber wie du auch sein, mit Sly kannst du auch reden. Geh einfach weiter. Weiter. Also hier rechts an der Burgmauer halten. Okay. Du gehst in die falsche Richtung und... Nimm's ruhig an, aber geh nicht direkt mit dem los, sondern speicher vorher. Du wirst gleich sehen, warum. Ich bin dabei. Gut. Sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Kann ich jetzt kurz Ende machen und dann speichern oder wie? Ja klar. Ja klar. Und mach das auch. Du wirst gleich sehen, warum, wenn du mit ihm gegangen bist.
Okay, das ist auch, das fährst du mit dem. Ah ja, cool, man sieht sogar den Speicher wieder. Okay. Siehst du, wie lange es braucht? Weiß nicht warum. Nur fragt. Aber wichtig ist, dass du den Speicherstand hast, auf jeden Fall. Du wirst gleich sehen, warum. Lass uns das Amulett holen. Gut. Dann wollen wir mal. Kann ich. Ist es ein Typ aus dem lieblichen Inventar gehen? Na, da kurz. Was? Also, ich bin gerade eingefallen, dass ich das andere eine andere Waffe auswählen kann. Und zwar. Ja, wähl die Axt mal aus, weil die ist besser. Ja, genau, deswegen meine ich ja. Okay. Ach ja. Ich glaube, es hat einen guten Grund, warum du da eben gespeichert hast. Einen sehr guten sogar. Ja, hört sich. Hört, wenn du das schon sagst, Adamat, ich bin jetzt schon total. Sehen Sie das? Was? Sehen Sie das? Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße. Oh, alles klar. Alles klar, ich bin schon tot. Nicht tot, sondern nur auf dem Boden, aber ja. Genau deswegen wollte ich, dass du speicherst. Kannst jetzt laden. Soll ich es nochmal machen oder kann man das schaffen? Oder? Nein, mach's nicht nochmal. Das kannst du schaffen, aber du solltest es bis später abwarten und dann nochmal mit ihm gehen. Warum haben wir das gemacht? Geh weiter und red mit Sly. Ja, weil du kein Schutzgeld bezahlt hast an Bloodwind, deswegen. Und das ist einer von den Typen, die quasi das Schutzgeld wollen, oder wie, oder was? Nein, aber einer von denen, die es zahlen und die wollen sich halt selber einen Ruf hier im Lager aufbauen, deswegen sollte er dich erledigen. Aber wie du auch sagst, geh weiter und red mit Sly. Hier ist natürlich sogar rein. Sly, Sly. An der Wand nach rechts. Also eher in den Hütten vorbei. Meint. Ich spreche mich alle mit, ne? Nein. Nein. Hätte ich auch nicht gemacht. Für nur 10 Erz. Fick dich doch. Was sagtest du, Adamant? Mit dem soll ich mit dem mit Sly, ne? Ist der da oben? Sly. Ja, der müsste da vorne bei seiner Hütte sitzen. Weiter. Nicht beim Lagerfeuer, sondern weiter. Er müsste. Hab ihn. Und gib ihm das Amulett. Gib ihm das Amulett, wenn er danach fragt. Ich hab ihn nicht gefunden. Gib ihm das. Ich habe ein Amulett gefunden. Hier. Hallo, mal was? Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich ihm das Amulett gegeben habe? Auch seine Diego-Stimme? Nichts, oder wie? Ich habe nur. 250 Erfahrungspunkte. 250 Erfahrungspunkte. Und Diego-Stimme, okay, krass. Insgesamt brauchst du, wenn du im alten Lager aufgenommen wirst, 4 Stimmen von anderen Schatten und außerdem die Prüfung des Vertrauens. Bis jetzt hast du 2, und zwar die von Whistler und die von Slare. Okay. Aber
Aber ansonsten kannst du, glaube ich, erstmal keine weiteren Quests erlegen, deswegen würde ich an deiner Stelle in eins der anderen Lager gehen. Also viele der Gegner sind auch viel zu gefährlich für dich und so, deswegen finde ich jetzt der anderen Lager. Was sagtest du nochmal mit dem, was es für Möglichkeiten gibt, welchen Lager nicht kann? Du kannst ja zum neuen oder zum Sumpflager gehen. Ich würde dir empfehlen, zum ersten zum neuen Lager zu gehen. Dazu musst du zum Mordrek beim Südtor gehen und einfach den drauf ansprechen. Und dann begleitet er dich zum neuen Lager. Mordrek? Dabei kriegst du übrigens alle Erfahrungspunkte von Gegnern, die er tötet. Also lass ihn die immer schön töten, weil da kriegst du schön Erfahrung für gar nichts. Und du kannst auch noch die Sachen von den toten Gegnern einsammeln. Oh, geil. Ja, cool. Geile Programmierung, würde ich da mal was zu sagen. Das ist aber an der Stelle beabsichtigt, weil er begleitet dich ja und anscheinend sehen die Entwickler das so, dass wenn das so ist, man ja praktisch gehen aus dem Zusehen lernt, irgendwie, keine Ahnung. Und deswegen kriegst du auch alle Erfahrung für das, was er tötet. Okay. Ja, gut, dann. Wo bist du denn nochmal? Beim Südtor, also bei dem anderen Tor, wo du hierher gekommen bist, also wo du die Pilze gesammelt hast. Ah, okay, also da lang. War das nicht das Haus mit dem, wo der Typ drin war? Oh ja. Rennt nicht durch meine Hütte. Das gefällt dir immer noch, ne? Es ist nicht schlecht. Denselben Dialog gibt's übrigens in Risen 3 auch nochmal, mit genau demselben Typen. Oh nein. Du musst gleich ganz schnell wegrennen. What the fuck? Fuck. Oh, weiß ich, ob er mich noch verfolgt hat, damals. Ich glaube, er verfolgt dich nicht mehr. Weil du bist da runtergesprungen und ich glaube kaum, dass er dich dahin verfolgt hat. Ah, es blutet wieder total. Schlimm. Wie gesagt, lass einfach Mordrek für dich gleich kämpfen und tu selber gar nichts. Das lohnt sich am allermeisten dann. Und dann lass die ganze so. Bin ich richtig? Bin ich am richtigen Tor oder was? Ja, du bist beim richtigen Tor. Da müsste Mordrek eigentlich stehen. Also nicht oben beim Tor, sondern hier unten. Neben dem Schatten. Ja. Ah, da ist er ja. Lass uns zum neuen Lager gehen. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Oh, nice. Also, warte, ich will jetzt speichern. Oh, man sieht's wieder nicht. Geil. Na gut, ich denke mal, es kommt vor, dass man es nicht sieht. Einer schaut bei Hitbox zu, interessant. Oh, das sieht man, glaube ich, nicht allzu oft, ne? Hm, nicht so. Und nochmal speichern. Hey Marvin, bloß weil ich einmal gesagt habe, du sollst immer zweimal speichern, das war doch nicht ernst gemeint. Also schon, aber nur dann, wenn du das Spiel nach einer Session speicherst, also nach einem Livestream. Ansonsten kannst du immer ganz normal einmal speichern, ja? Das wäre nur, damit dich alles verloren ist. Läuft der plötzlich? Was? Hey, was ist denn? Mordrek ist einmal kurz im Kreis gelaufen. Schau dir das siehst du gleich im Stream. Vollkommen. Das kommt vor. Das ist ein typischer Bug. Ich glaube, vor allem, wenn du da irgendwie ins Hauptmenü oder Questlog oder sonst was gehst, passiert das. Müsste jetzt aber eigentlich wieder gehen, nach dem ersten Mal, dass er da runtergefallen ist.
Folge ihm einfach und lass ihn alle Gegner töten, die in den Weg kommen, ja. Du selber am besten gar nichts. Erstens, du bist du verletzt und zweitens, du kriegst ja trotzdem mal die Erfahrung. Also in deinem Fall. Dasselbe ist es mit Balb Harvest, auch wenn er dich zum Sumpflager begleitet. Moment. Meine Waldbären. Ja, töte. Gut, nice. Da. 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 Nice. Hä, sehe ich die Erfahrung eigentlich, die ich quasi durch ihn bekomme? Ja, siehst du. Also müsste eigentlich mal kurz mitten auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wieso? Also bei mir wurde es das die ganze Zeit im Spiel. Stimmt tatsächlich, ja. Ist nur nicht aufgefallen. Mordrick ist recht robust, das ist das Gute. Das ist nämlich auch eine Sache. Balb Harvest ist zwar unwahrscheinlich, dass das passiert, aber mir ist Balb Harvest, also der, der einen mit dem Sumpflager begleitet, schon ein paar Mal gestorben während des Kämpfens. Mordrick ist mir das nie passiert, aber Balb Harvest schon ein paar Mal, deswegen, das ist auch einer der Gründe. Ist zwar selten, aber es kommt vor. Deswegen, das ist einer der Gründe, warum du erstmal mit Mordrick gehen solltest. Außerdem sind die Quests im neuen Lager auch prinzipiell die, auf jeden Fall die leichteren als im Sumpflager und ja, da kannst du erstmal dann da Erfahrung sammeln, keine Ahnung. Rostiges Schwert. Ja, kann ich verkaufen. Die Waffen von den Goblins kannst du immer noch einsammeln und verkaufen, ja genau. BNW. So, das war's. Die haben nichts im Inventar. Haben die auch nicht. Sollte ja so sein. So, was Gegner wie Wölfe und Blutfliegen und so angeht, die haben zwar was, aber dafür musst du erst die Talente lernen, um die auszuräumen. Aber das kannst du immer noch später machen. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, weil wenn du zum neuen Lager gehst, läuft dir gerade mal ein Wolf über den Weg und du kriegst ja trotzdem Erfahrung, aber bei dem anderen sind es viel mehr solche Gegner und da kannst du viel weniger Stuff einsammeln und dann verkaufen und deswegen lohnt sich das ja halt mehr in dem Sinne. Ich sammle echt jede Scheiße auf. Ob nur ich weiß, dass man unbegrenzte Winter hat. Das kannst du später immer noch machen, weil du wirst den Weg hier sowieso noch ein paar Mal gehen müssen. Während des ersten Kapitels zumindest. Das erste Kapitel ist wirklich größtenteils einfach nur Quests für die Lager erledigen. Aber hallo, das sind doch zwei Wölfe. Ja, zwei. Okay, meinetwegen zwei. Und die, kann ja, das ist das Gleiche. Und die kann ich erst. Die kannst du nicht looten. Die kannst du nicht looten, weil du zuerst die entsprechenden Talente lernen musst. Aber du kriegst immer die Erfahrung und beim anderen Weg wären es viel mehr Gegner gewesen, die du nicht hättest looten können. Das ist auch einer der Gründe, ja. Und die Blutfliegen, dafür musst du ein Buch lesen, was du dann die anderen Talente kannst. Du hättest ja bei Drax oder bei einer an dem Jäger hier vorne bei der Hütte lernen. Aber das geht mit denen kannst du immer noch später unterhalten. Deswegen erst zum neuen Lager weitergehen. Wo haben die Goblins eigentlich alle ihr Schwert?
Manche haben bessere Waffen, das sind noch stärkere Gegner. Manche davon gehören sogar mit zu den Gegnern, die du noch im dritten Kapitel bekommst. Weil die werden noch Kapitel auch immer schwieriger, die Gegner. Also da werden noch immer neue und so. Auch im Kapitel spawnen neue Gegner überall. Aber was ich halt sagen will, ist, die haben nicht alle so schwache Waffen, aber die haben generell schwache Waffen trotzdem. Aber dafür können sie sehr gut anwenden. Das ist wieder eine Kombination. Warte mal, du lagst. Not good. Warte mal kurz, dann schreibe ich mal kurz, das ist neu. Moment. So. Hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, komm. Okay. So. Was die? Marvin. Ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Eine Sache, Marvin. Die Truhe da eben, die kannst du schon ausräumen. Du musst aber dafür wieder die Kombination herausfinden. Naja, ich hab schon. Hab ich schon gewusst, aber ich weiß ja nicht die Kombination. Ich wollte nicht. Meine ganzen ich kann sie dir immer noch sagen, wenn du das willst. Ja? Kennst sie alle, ne? Das ist echt krass. Nein, aber ich habe sie alle auch hier auf dem Zettel und Papier und ein paar habe ich sogar noch im Kopf. Habe ich wieder das Schwert ausgewählt? Moment. Ich weiß warum. Ich hatte das sehr, hatte es zwar gespeichert, aber na gut, ich wähle mal jetzt das richtige andere Schwert, das ist der andere raus. Waffen. Ich würde aber erstmal ins Lager gehen, bevor du da noch gegen irgendwas kämpfst, ja? Ach, hey, übrigens. Ja, ich weiß, aber davon ist doch nur die Truhe, die würde ich dann rausrollen. Ja, okay. Übrigens, im neuen Lager, ja. Da kannst du dir zwar prinzipiell jede Hütte nehmen, allerdings. Alter, oh, what the fuck. Du hast nicht gerade ernsthaft versucht, gegen eine Blutfliege zu kämpfen. Mann, Marvin, ich hab dir auch gesagt, für viele Gegner bist du noch zu schwach. Das war keine schlaue Idee von dir. Naja, ich glaub, man muss halt nochmal den Weg laufen. Was? Nein, bitte nicht. Nein, nein, das kann... Nein! Okay, gut. Na, andererseits, so können wir die Wiese doch einmal begutachten, weil der war ja so schön und alles. Na gut, eigentlich nicht. Ja, ich dachte, weil, keine Ahnung, ich wäre da ja sonst nicht vorbeigekommen, ob die mich angegriffen hätte, das weiß ich nicht. Ich dachte, die hätte mich angegriffen, wie hätte ich dir ausweichen müssen, oder wie? Wie kannst du jetzt noch unwahrscheinlich besiegen, sage ich jetzt mal. Ja. Du solltest erstmal lieber etwas Erfahrung und so sammeln, ja? Ja, und wie, aber wie hätte ich dir ausweichen können? Also hätte ich dir ausweichen müssen, oder wie? Oder hätte die mich angegriffen, hätte ich sie nicht angegriffen? Die hätte dich angegriffen und du hättest nicht ausweichen können, du hättest außen rum gehen müssen in dem Fall. Ah. Aber sonst kann jeder verfolgen, ich ziehe eine lange Blutspur. Das interessiert aber niemanden hier in Gothic. Das mit der langen Blutspur ist sozusagen die Art der Entwickler, des Spielers zu warnen, dass er nur noch wenig Leben hat. Ich hab schon gechillt, das hab ich schon gemerkt. Der unendlich viele Pfeile oder so. Das haben alle NPCs irgendwie. Zwar nicht, wenn man sie tötet, dann haben sie auf einmal nicht mehr, aber ansonsten haben sie es. Also im Kampf.
Bogen mit Infinity. Wahrscheinlich ist der Bogen mit Infinity und ja, die Infinity ist auch an der Person gebunden. Minecraft Enchantment, das heißt Infinity und da brauchst du nur einen Pfeil und dann geht das. Dann kannst du. Okay, so ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit der Spielengine von Gothic nicht aus. Das Spiel basiert auf der Z-Engine, aber damit kenne ich mich nicht aus. Tut mir leid. Also da fragst du den Falschen, ob das so ist. Ja, ich weiß, also. Ja, ich glaube, stimmt schon, dass die NPCs haben einfach unendlich Pfeile. Das wäre ja ansonsten, die sind einfach nicht so programmiert. Das ist einfach zu hart gewesen für die Spielentwickler damals, weißt du. Alter, woher weißt du eigentlich die ganzen Kisten, Pins? Zum einen vom eigenen Spielen, zum anderen, keine Ahnung, weil ich mir mal ein paar Blätter gedownloadet habe, auf denen die alle aufgelistet sind. Stufe gestiegen, danke! Ich wollte es gar nicht. Ich wollte eigentlich das. Also die Truhe, die Kombination dafür ist LLR. Also links, links, rechts, AAD. Ja, ich bin da noch gar nicht vorbeigelaufen. Oder? Ja, klar, aber ich wollte es nur erwähnt haben. Eins kann ich dir aber sagen, auch obwohl es noch immer einige, ich sag jetzt mal Arschlöcher gibt, aber das neue Lager ist generell viel netter als das alte, ja? Echt? Also von den Leuten her. Von den meisten zumindest. Aber ist das neue Lager nicht das, wo es keine Gesetze gibt? Ja, das ist es, aber trotzdem sind die Leute da generell, also die Mehrzahl zumindest, sind netter als die im alten, ja? Und? Muss ich einfach mal gesagt haben. Zumindest gibt es dort niemanden, der dich irgendwie nach Erz erpressen wird oder sonst was. Oder dir drohen wird oder sonst was. Cool, ja. Diesmal war es nur ein Wolf, interessanterweise. Ja, der andere, der ist da oben, aber der ist diesmal nicht nach hier gerannt. Und der wird jetzt gerade, glaube ich, von Aidan. Wurde von Aidan getötet. Deswegen hast du dafür keine Erfahrung gekriegt, für den einen Wolf. Aber na gut, das überlebst du. Weil 19 Erfahrungspunkte machen jetzt nicht das gesamte Spiel aus, ja. Wie viele Erfahrungspunkte? 19. 90 macht der Wolf. Wie robust ist dieser Typ eigentlich? Naja, das kommt mal. Also, wie robust man ist, kommt zum einen darauf an, wie gut man mit der Waffe parieren kann. Du hast bisher das noch kein einziges Mal getan. Das machst du mit E und S während des Kampfes. Dann kommt es darauf an, was für eine Rüstung man trägt. Und dann kommt es drauf an, auf welchem Level man ist. Mordrak ist in dem Sinne mehr oder weniger, auf jeden Fall viel robuster als du. Willst du nicht die Truhe direkt öffnen? Oh ja. Okay, was sagtest du? AAD, ne? Ja. Ja. Oh cool, wie viel Erz da drin ist. Okay, gut.
Ist der Typ vorgelaufen? Ja, der ist schon mal zum Lager gegangen in dem Fall. Aber das ist nicht so schlimm, weil es sind eh nur noch ein paar Meter. Deswegen. Weiß. Ich sag. Ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird es langsam heiß. Wenn du Lust Ich sagte mal kurz. hast, in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Geh, ich kann leider Tipp von mir, geh nicht direkt zu Laris, sondern erledige lieber erstmal das Sumpf, also verteile lieber erstmal Sumpfkraut für Balkagan. Was ich meine, wirst du dann nachher sehen. Ich werde es dann nochmal ansprechen. Was meintest Ich du? glaube, der einzige. Ich. Was hast. Was meinst. Was? Was sollte ich noch machen? Was meintest du? Nee, kannst du. Ich spreche dich nachher nochmal drauf an, wenn's dann, wenn du dann da bist. Ich glaube, der einzige Typ hier im gesamten Lager, vor dem du vorsichtig sein musst, ist Lefty. Aber der tut dir auch nicht direkt was, wenn er dich sieht. Bloß, der hat sogar erstmal eine Quest für dich. Bloß hinterher solltest du ihm nicht direkt wieder in den Weg laufen. Ja. Kann das sowieso weitergehen? Die meisten Leute sind ganz normale Banditen oder Söldner oder sonst was. Oh, laufen mir so viel auf dem viele Leute rum. Das meiste hier sind Bauern. Darunter gibt es drei, mit denen du reden kannst, wenn du das willst. Ah, da ist dieser Lefty. Ja, stimmt zu. Ist auch nicht so nett. Kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen? Alles klar. Du das nicht, du das nicht. So, darauf komme ich hinterher nochmal zurück. Erledige die Quest für ihn einmal und danach nicht mehr. Danach verprügel ihn da beim nächsten, bei der nächsten Begegnung, weil du kriegst die meiste Erfahrung, wenn du zuerst die Quest erledigst und ihn dann verprügelst. Aber tu das später. Jetzt erledige erstmal die Quest. Und wohin Und muss dann ich erzähle da? ich dir weiter. Du zum Reislord, das ist bei der Hütte, also beim Haus. Also nach In der Richtung. oben, also muss ich nach oben und nicht nach unten. Ja. Da vorne bei der Hütte da oben. Direkt davor. Der Reislord, ja, da ist er. Lefty schickt mich. Hä? Wie soll ich das machen? So was Dumme ist, du musst jetzt jeden einzelnen Bauern auf ansprechen, um das zu erledigen. Jeden einzelnen. Ja. Aber dafür kriegst du hinterher 300 Erfahrungspunkte, glaube ich. Und es sind nur 12, die du ansprechen musst. Überspring einfach die Dialoge und sag einfach immer, Lefty, schick mich, ich hab Wasser für dich. Der Einzige, mit dem du länger vielleicht reden solltest, ist Horatio, wenn du ihn siehst. Der müsste oben sehen. Der müsste oben sein, Horatio. Mit dem solltest du ein längeres Gespräch führen, weil der hat auch noch eine Quest. Ja, die brauchen nur so lange zu Ja, trinken, es aber ist. dann halt. Ja, es ist ein bisschen nervig, die Quest.
Genauso nervig ist die Quest Sumpfkraut verteilen, die auch noch kommt. Aber das ist nun mal so. Dafür kriegt man viel Erfahrung und sonstiges Zeug. Rufus. Mit dem, wenn du willst, kannst du mit dem länger reden. Ist aber nichts Wichtiges dabei. Der einzige, mit dem du wirklich länger reden solltest, ist Horatio, aber der ist oben. Boah, weiß ich denn, ob ich einen schon gemacht habe? Wie viele du schon gemacht hast? Ich habe mitgezählt, ja? Du musst insgesamt 12 Requests sein. Ich sag, du 5 sogar. Das ist, glaube ich, schon die Hälfte. Ich glaube, du hast schon die Hälfte. Ja, hast du auf jeden Fall mittlerweile, ja. Jetzt brauche ich echt lange. Da steht was ganz anderes als der Sack, fällt mir gerade auf. Das muss ich gleich, achte ich jetzt gleich nochmal drauf. Da gibt es ein paar verschiedene Sprüche, ist aber zum Großteil gleich. Also hier steht, er sagt zwar Danke, Mann, aber da oben steht Mann, ich war schon kurz. Ah nein, okay. Dann schlammst du es auf, alles klar. Ich glaube, du hast jetzt sogar schon eigentlich fast alle. Es geht noch. Wahrscheinlich geht's nicht mehr, wenn ich alle verteilt habe, oder? Ja, normalerweise nicht. Deswegen. Ist nicht so lange, wie du kein neues abholst, aber das würde ich nicht tun, weil dann lohnt sich's nicht mehr. Sondern red deine neue Lefty, hol dir die Erfahrung und dann war's das. Red noch mit Horatio und dann geh weiter ins Lager. Alter, wie nervig. Danke, Mann. Ich glaube, du hast jetzt fast alle. Du bist noch einen. Aber noch nicht genug. Okay. Dann red noch mit Lefty. Es geht noch immer. Achso, eventuell, wenn du vorher was eingesagt hast, dann kannst du noch mehr verteilen. Das müsste jetzt echt genug sein eigentlich. Okay. Also red nochmal mit Lefty, wenn du genug verteilt hast, dann müsst ihr dich eigentlich darauf ansprechen direkt. Hey du, gut gemacht. Plus 100 hat er was. Ich denke, das ja, okay, aber Erfahrung ist Erfahrung. Für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Ende. Sag Ende auf jeden Fall. Ja. Aber wenn ich jetzt noch nicht bin, verschieb das auf später. Ich konnte gar nichts auswählen. Achso, okay. Na ja, gut, eventuell wenn ihr da beim nächsten Gespräch, egal. So, dann red noch mit Horatio, der müsst ihr oben irgendwo stehen, also auf dem oberen Reisfeld, und dann kannst du weitergehen. Bei Horatio ist noch eine Quest. Das ist einer der Bauern. Horatio, ja, das ist er. Sei nett zu ihm, also spannend, ich bin neu. Sieht mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen.
passiert? Es war ein einfacher... Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Dieses! Andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Kann ich das auswählen? Ja. Damit triggerst du die Quest, dafür musst du aber zuerst mit dem anderen reden, um das dann zu kriegen, aber dafür kriegst du von ihm 5 Grad Stärke. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? So, den Grund, den du brauchst, hast du noch nicht. Dazu musst du zuerst mit jemand anderem reden. Aber das kannst du später tun. Gute Frage. Geht weiter ins Lager. Ich werde darüber nachdenken. Gute Frage. Ich werde darüber nachdenken. Weißt du, nur mal so nebenbei. Die Begründung, die du dann später findest, ist es, den Reislord und Lefty zu verprügeln. Aber ja, dann bringt er dir 5 Stärke bei, wenn du das tust. Aber dafür musst du zuerst mit Silas geredet haben, glaube ich. Mit Silas oder Jeremiah war das, mit dem du geredet hast, muss dafür. Geh auf jeden Fall erst noch weiter ins Lager. Sprechen wir mal. Nach dieser nervigen Quest. Erstmal speichern. Speichern. Ja, komm schon. Ich hab keine Zeit. Komm schon, Ladebalg, du schaffst es. Speicherbalg, ja. Meine ich, was auch immer. Oh, du fühlst dich so hart, aber jetzt wird's so schauen, wie ich Kaffee zeige. Bist du glücklich? Ganz nice. Hanne kriegt Glück, willst du sofort durch dies Tor zu gehen? Das war gerade Sektenspinner. Templer, die auf dich aufpassen, jeder ist sich selbst der Nächste. Und die einzigen, die zusammenhalten, sind die Söldner. Was machen die Söldner? Ja. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Was ist mit dem Rest der Leute? Was machen die Magier? Frag mal, was die Magier machen. Die Magier. Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfe. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen. Muss euch keine sagen. Klingt ja gut. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz? Hier? Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber... Okay. Wo ist der Herz auch? Kann ich das fragen? Weil nicht, dass er denkt, dass ich das holen will. Ja klar. Klar kannst du das fragen. Okay, gut. Hier kannst du eigentlich immer fast alles anwählen bei allen Leuten. In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber rankommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Herz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Siehst du, Oliver, der hat genau dasselbe gedacht wie ich. Dass ich mir das holen kann. Aber keine Sorge, er ist nicht nachtragend oder sonst was.
Wie ist die Lage zurzeit? Wie ist die Lage zurzeit? Das habe ich gleich ja, schon gesagt. Ja, hast du es. Ja. Kannst aber. Geh einfach weiter. Ende. Wieso verdrücken? Was ist das für eine gute Ansprache? Ja, was für den Rückgrat. Ja. Pass auf den Rücken auf, alles klar. Oh, wir fahren bei Damm. Ja. Warum bist du nicht gelb, so wie Homer Simpson? Ne, hab ich auch gerade. Ja, voll schlimm. Weißt du noch, was ausschaut? Hast du den Damm gebaut? Kann ich dir helfen? Ich frag erstmal nur. Ja, als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Wow, dafür bekommst du jetzt einen Kraftkeks. Wow, dafür bekommst du jetzt einen Kraftkeks. Ja, bravo, bravo, klatsch, klatsch, klatsch. Wenn du einen Bomben tötest. Tu das jetzt auf keinen Fall, weil das viel, viel zu stark für dich und du kannst dir, glaube ich, nicht mal einen Hitpoint geben mit deinen momentanen Waffen. Okay, krass. Wie ich bereits sagte, bitte, wenn du hier im Lager bist, geh nicht gleich zu Laris, ja? Ach ja, und... Ja, das ist in der Wohnhöhle von links. Wohnhöhle von links. Die wäre hier in der Kneipe. Hier in der Kneipe kannst du im Moment noch nicht rein. Na, ich würde einfach warten, bis du die Schürverkleidung hast. Hier kommst du, sobald du mal bei der freien Mine warst. Aber die ist recht nah, deswegen. Ja. Einfach erstmal weiter in die Wohnhöhle. Weil so nennen das manche Leute hier im Lager. Eine andere Bezeichnung haben die dafür nicht. Hier ist eine kleine Städtchen da. Soll ich da weiterlaufen in die Richtung von diesem Kumpel? Ja, es ist ja die Wohnhöhle, die ich meine. So. Hier geh ruhig vorne links lang, aber geh auf keinen Fall nach links und dann wieder nach links. Weil somit verschwendest du 250 Erfahrungspunkte, wenn du direkt zu Laris gehst. Geh einfach nach links, aber nicht direkt zu Laris. Ich werde dir gleich schon sagen, wo. Nach links oder nach rechts geht auch, ist egal. Ach ja, Schweig, das ist auch so ein unfreundlicher Typ. Der müsste hier vorne bei der Hütte stehen, wenn du da hingehen willst. Ich sehe. Kannst du mit ihm reden? Ist aber recht unfreundlich, der Typ, also Schweig. Nett. Prima. Ich sag doch, das ist richtig. Das ist sogar eine Quest, lol. Die bekommst du gleich von Gorn, wenn du mit ihm redest. Wie sieht's aus? Wie immer. Wir passen auf, dass keiner den Magiern. Achso, das ist nur ein Söldner. Ah. Mit dem hast du nicht viel zu reden. Das ist nur einer von denen, du weißt schon. Du kannst halt Gorn hier vorne reden. Das ist der braune Typ da vorne. Und der zweite freundliche Person hier in dem Spiel. Also neben Diego. Ja, Gorn. Ja, der ist nach Diego die zweite freundliche Person in dem Spiel. Okay, dann hat der hat mich gerade angesprochen. Ja. Okay, was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind. Also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfe ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen.
Dort einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Kann ich hier irgendwo pennen? Ja, interessante Frage. Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geht's zu schwer. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Frage ich das halt mal. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lieb aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du... Du musst einfach Stufe 10 erreichen, das reicht schon. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Okay. Was? Bis später. Bin du. Bis später. Ist gerade Nacht? Kann ich hier schlafen irgendwo, Alamat? Du kannst bei Lee schlafen. Du kannst zum Beispiel bei Lee schlafen, der ist ganz oben. Ja, hat ja jemand bei Shrike da. Der ist Anführer. Ja, bei Shrike. Aber. Ja, der ist dann halt genervt, wenn du da gehst. Geh einfach hoch und ganz hoch. Hinter dir. Ganz hoch. Also nicht. Okay. Also nicht zu weit, sondern hoch und dann rechts. Ganz hoch. Bin ich hier richtig? Warte, ich hab's noch nicht. Ja, du bist schon mal auf dem richtigen Weg. Da rechts gleich. Also nicht in der Hütte, sondern. Okay, rechts. Ja. Also hoch und dann. Rechts rein. Ja, das ist doch richtig. Keine Sorge, er fordert gar nichts an. Red ruhig mit ihm. Okay. Hallo? Das war Ding, cool. Hallo. Er ist schon wieder weg. Er war nur kurz da. Hier kann ich pennen, hallo was? Hä? Ja, da drüben bei Lee kannst du schlafen. Ich bin ausgeruht. Und im Klartext habe ich wieder volles Leben. Ja, es ist immer so. Du, es ist gleich 12 Uhr. Nur mal so nebenbei. Ja, ich weiß, ich speichere jetzt und ja, jetzt sehe. Zeit ist, als ich beende jetzt den Stream. Okay, gut. Hallo, war das drauf? Ich muss wirklich auch gehen. Ich will noch mehr sehen, ich weiß schon. Ja, schon gut. Kann ja auch nicht für immer sein, ne? Ja, vor allem, weil 0 Uhr ist, dann müssen wir eh beide aufhören. Eben. Lass uns aber gleich noch kurz unterhalten, bevor du offline gehst, so wie gewohnt. Ja. Ich diesmal spreche ich jetzt aber zweimal. Okay. Wirklich, ich stelle mich immer gerne ein bisschen woanders hin, weil wenn ein Spielstand kaputt ist, dann liegt es vielleicht an der Stelle, weißt du. Ja. Komm, Ladebalken, bisschen mehr Speed. Ich häng gleich eine Rakete dran, so eine. Okay, mach das. Ich freue mich drauf. Oh Mann. Eine bige Rakete auf dem Bildschirm, das sofort diese Ladenbalken vordrückt. Ja. Nice. Okay. Willst du Gott nicht verlassen? Dun, dun, dun. Ja. Du Kalter. Okay. Das war's also heute mal mit dem Stream mal wieder. Schön, auf Wiedersehen, Leute. Schön, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns im nächsten Stream. Und ja, auf Wiedersehen, Leute. Ciao.